heute keinen Bock habt, auf die Wellen zu warten, könnt ihr ruhig bei uns mitmachen. Bei uns geht die Action sofort los. Vergiss die Pipe und versuch's mal mit echten Wellen. Sehr gut, komm schon! Bethany Hamilton zeigt jetzt, was sie kann. Die Kleine hat eine große Zukunft vor sich. Sie wird's weit bringen mit der Leidenschaft und dem Willen. Donnerstagnacht ist Vollmond. Wir alle wollen surfen gehen. Tut mir echt leid, Mom. Ich wollte schon immer mal nachts surfen. Hättest du mich gehen lassen? Nein. Keine Ahnung. Ist das nicht der Hammer, dass wir täglich hier draußen sein können? Byron, los, ruf den Krankenwagen! Haiangriff an der Nordküste ist wohl eine Teenagerin. Traumatische Amputation. Was ist passiert? Passiver Blut. Ich bin bei dir. Er hat einen hypovolämischen Schock. Bitte nimm sie nicht zu dir. Mom? Es wird sich eine Menge verändern, weil du viele Sachen erst wieder neu lernen musst. Ich kann's nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Auf einen Tag folgt der nächste. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wieso uns manchmal so wahnsinnig furchtbare Dinge widerfahren. Aber ich höre nicht auf, daran zu glauben, dass ein Sinn dahinter steckt und dass etwas Gutes daraus entsteht. Was machen die ganzen Briefe hier? Fanpost. Wir haben uns erlaubt, sie vorzusortieren. Ein Achtklässler aus North Carolina schreibt, er hat auch nur noch einen Arm. Er will versuchen, in die Fußballschulmannschaft zu kommen. Meinetwegen. Für meinen nächsten Wettkampf drückt er mir den Daumen. Hey, Dad, ich könnte deine Hilfe brauchen. Das wird keine leichte Sache. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, es ist möglich. Die besten Surfer. Sie wissen, wann die beste Welle kommt. Sie spüren das. Du hast diese Gabe auch. Wenn du einen Verlust überwindest, es entgegen aller Wahrscheinlichkeiten dennoch schaffst und niemals aufgibst, bist du ein Champion.